Hallo und herzlich willkommen zurück zu Diablo 4 Folge 2. Wir stehen jetzt hier noch in Nevesk, haben den ersten Dungeon durchgemacht in der letzten Folge, haben hier die Kapelle in Brand gesteckt, eine Vision hatten wir, wir haben einen Boss besiegt und ja, sind hier in Begleitung von Josef unterwegs gewesen, aber ich glaube, der kommt jetzt nicht mit. Wir sollen die Hütte des Eremiten finden. Ich guck mal kurz auf die Karte, wo das sein soll. Ah, irgendwo hier. Alles klar. Es gibt kein genaues Ziel. So. Mal gucken, komme ich denn jetzt hier hoch? Nee. Später kann man das, das weiß ich. Zumindest konnte man das in der Beta. Werden wir wohl außen rumlatschen müssen. Eigenartig, dass ich hier den Wegpunkt nicht freischalten kann. Also müssen wir nachher hier wohl oder übel dann nochmal zurückkehren, wenn man den haben möchte. Hier geht es nicht weiter. Das war ja die blutverseuchte, blutverschmierte Scheune. Ah, okay. Regeneriert sich Geisteskraft eigentlich? Nee, ne? Die wird erzeugt, wenn ich meinen Standardangriff mache. Hä, wo geht's denn jetzt hier? Ach, da stimmt, da war ja noch der Gang, der schneeverschüttet war, der Weg. Das kann ich hier nicht tun. Oh. So, jetzt haben wir gleich keine Geisteskraft mehr. Altäre von Lilith sind in ganz Sanctuario versteckt. Sie verleihen allen Charakteren auf diesem Realm dauerhafte Weltverbesserungen. Ach ja, hier steht ja schon einer, stimmt. Plus 110 Erfahrungspunkte. Geschicklichkeit wurde für alle Charaktere auf diesem Realm um 2 Punkte erhöht. Nehmt einen Altar von Lilith ein. Herausforderung anzeigen. Okay. 4 von 473. Das ist nur nicht mal 1%. Steht zwar schon da, aber wenn man das jetzt genau nimmt, dann ist das noch weniger. Genau, das waren ja hier die 4... kürzlich abgeschlossen, die 4, die wir in der Beta gemacht haben, Stufe 20 erreichen, Ashava besiegen auf Stufe 20, Kyovushat erreichen und einen Altar von Lilith einnehmen. Es gab noch eine vierte, was musste man dafür machen? Weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Aber eigentlich habe ich die alle abgeschlossen gehabt. So, Belohnung freigeschaltet, glücksbringender Bürger, Spielertitel. Okay, aber ich lasse meinen, den ich aktiv habe hier. Leben sind wieder voll. Da ist der erste Dungeon. Keller. Keller sind kleine Kammern, die ein breites Spektrum an Inhalten enthalten können. Okay. Gucken wir uns mal an. Eiskalter Keller. Findet die Hütte des Eremiten ist jetzt immer noch unsere Quest. Also hier haben wir jetzt keine Aufgabe bekommen. Oh, ich bin schon wieder vereist. Keine Truhe? Nix? Sehr schade. Reisefass. Also, er macht Spaß. Ich habe wohl das Gefühl, er ist ein bisschen stärker als in der Beta.
Ist auch wieder so ein Reisefass. Keine Ahnung, was das sein soll. Vielleicht haben sie den ja nochmal vom Balancing her ein bisschen angepasst. Okay, hier oben war ich jetzt noch nicht, da würde ich aber ganz gerne noch lang gehen. Mit der Kartenerkundung ist hier ein bisschen blöd gemacht. Die ist jetzt komplett aufgedeckt für dieses Gebiet, obwohl ich hier noch gar nicht alles erkundet habe. Da hätte ich mir tatsächlich gewünscht, dass die Map nur an den Orten aufgedeckt ist, wo ich auch wirklich schon lang gelaufen bin. Das macht das Erkunden nämlich nicht gerade einfacher. Eine Truhe. Naja. Schreiterschuhe. Ja, haben wir nochmal 10 Rüstungen mehr. Können wir eigentlich auch gleich nehmen, den Trank hier. Da oben ist auch wieder irgendwas. Was? Artillerieschrein. Ach ja, das waren ja diese... Ja, Schreine bieten eine Reihe an vorübergehenden Boni, wenn ihr mit ihnen interagiert. Da gab es auch ganz interessante Schreine. Angriffsgeschwindigkeit ist erhöht. Oh, wir haben die ersten... gucken wir gleich mal. Waren das Legendäre jetzt schon? Angriffsgeschwindigkeit ist erhöht und jeder Einsatz beschwört heilige Pfeile. Cool. Könnte dauerhaft bleiben. Ist ein geiler Buff. So, da kommen wir nicht rüber. Also, was haben wir denn hier? Seltene Stiefel. Okay, grässliche Botten. 56 Rüstung plus 1 maximale Aufladung von Entrinnen. 6 Intelligenz plus 4 auf alle Werte plus 7,5% Widerstand gegen Gift. Sehr schön. Es hat sich doch gelohnt, hier nochmal einen Abstecher zu machen. Oh, was bist du denn? Albtraumhafter arktischer Bär? Okay. Hier einfach so an der Leiche rumgenagt. Eine Handaxt. Ja, leider wieder nur Einhand. Naja gut, was heißt leider? Ne? Also ich mag ja Einhandwaffen. Aber die hat jetzt halt auch keinen guten Schadenswert gehabt. Beinlinge des Schreiters haben wir jetzt hier nochmal eine Hose gefunden. Ja, nochmal 10 Rüstung mehr. Nice. Renn jetzt zwar rum wie so ein bunter Vogel hier mit, was ist das, Lavendel oder Lila, Grün und Gelb. So. Theoretisch konnten wir nicht, ach nee, hier oben ging es ja nicht, da war ja nur der Dungeon, stimmt, da ging es ja nicht weiter. Genau das meinte ich nämlich auch schon in der Beta, die Map hier. Sieht so aus, als wenn es hier weitergeht. Ne? Das ist total irreführend. Das Gebiet ist ja hier hinten beendet. Das geht ja da nicht weiter. Aber dieser seltsame Nebel hier am Rand, der lässt ja vermuten, dass man da gar nicht alles aufgedeckt hat. Das ist wirklich mit der Karte, das haben die hier ein bisschen blöd gemacht. Ganz ehrlich.
Das hätte ich mir besser gewünscht. Oh, ich wusste gar nicht, dass das geht. Huch. Ich wollte das Tierchen jetzt eigentlich nicht töten. So. Befallene Leiche. Oh, ich hasse Spinnen. Also in der Beta hatte ich ja auch einen Zweihandstab. Würde ich auch ganz gerne wieder benutzen als Waffe. Ich hoffe, dass wir in der Richtung hier auch wieder irgendwas Schönes finden. So, da oben? Ne, es geht jetzt... Es gibt zwei Richtungen. Oh, ein Spinnenwirt. Ja, das war so klar. Mit Space könnt ihr markierte Gebiete durchqueren. Okay. Hochklettern. Da ist ein loser Stein. Werden wir auch noch mitnehmen. Genau sowas meine ich hier. Also Zweihandwaffen. Ich hoffe, da finden wir noch was Schönes. Feldtunika. Nicht der Rede wert. So. Sind wir wieder draußen. Da unten geht's in die Höhle rein und hier oben waren wir schon, oder? Ja. Ja, mein Spieldurchlauf wird natürlich etwas länger dauern als bei manch anderen Streamern, aber ich lieber erkunde ich alles wirklich ganz genau, bevor ich hier so schnell durchrenne. Komm her, nicht wegrennen hier. Rohleder, überragendes Leder. Ja, komisch, dass man von Spinnen Leder bekommt. Krone des Schreiters. Kopfschmuck haben wir noch gar nicht, ne? Plus 68 Rüstung. Sehr schön. Sieht zwar ein bisschen dämlich aus, aber es bietet Schutz. So, jetzt kommen wir langsam in das Gebiet, wo wir die Hütte des Eremiten suchen müssen. Wie sieht denn die Karte aus? Hat er noch nicht aufgedeckt, okay. Östlicher Pass, aber jetzt. Halt. Heiltrank. Ernten.
Kräuter und Erz lassen sich in der ganzen Welt finden. Handwerker können sie auf vielfältige Weise einsetzen. Ja, da haben wir hier Weißbären. Guck mal, die futtern hier auch gerade was. Galgenrebe, okay. Das macht er in extra Inventar, ne? Questgegenstände haben wir nichts. Verbrauchsgegenstände, Aspekte. Nee, wo packt denn der das rein? Materialien und Werte? Ach, hier. Das ist ja bescheuert gemacht, finde ich, ne? Die Materialientasche, die würde ich doch nicht hier unter Werte mit reinmachen, oder? Hat das damit eigentlich gar nichts zu tun? Es gibt ja aber auch jede Menge, ne? Unheilvolles Fragment, Siegelpulver, abstruses Siegel, windender Schutz, trüber Kristall, vergessene Seele. Also ich hätte dafür eine extra Tasche gemacht. Ich meine, hier ist ja noch mal ein bisschen Platz, ne? Also hätte man da sicherlich auch noch mit unterbringen können. Hauptwerte, Offensivfähigkeiten und Statuswerte, Defensivwerte, Vielseitigkeit, Geisteskraft Maximum, Geisteskraft Regeneration. Oh, Regeneration gibt's auch. Okay, sehr nice. Bewegungsgeschwindigkeit, Bonus auf Glückstrefferchance und PvP, Schadensreduktion 92%. Okay. Naja. PvP ist für mich jetzt erstmal noch nicht so interessant. Vielleicht irgendwann im Endgame später. Mal schauen. Aber war ich jetzt eigentlich noch nie irgendwie einen großen Fan von. Und bis wir im Endgame angekommen sind, da sind die anderen, die dann jetzt schon im Endgame unterwegs sind, wahrscheinlich Halbgötter. Ich habe das bei Diablo 3 gesehen damals. Ich war mit meinem Mönch da unterwegs. Das war die erste Klasse, mit der ich das Spiel durchgespielt habe. Und als ich dann nachher so weit war, im letzten Schwierigkeitsgrad und ein bisschen Gegenstände farmen wollte, ja, da die meisten haben mich nicht mal in ihre Gruppen mit eingeladen, weil ich halt, ich hatte ja noch nichts Besonderes. Ich habe ja damit erst angefangen mit dem Farmen, ne? Also bis gerade die Schwierigkeitsgrade alle durch, hast dann die ersten Paragon-Level gemacht und wolltest Ausrüstung farmen, ja. Und dann war das wie früher im Sportunterricht, ne? Du bist halt der Typ, der wirklich bis zum Schluss auf der Bank sitzt, wo sich die Teams die ganzen guten Spieler alle rauspicken und dich will keiner haben. Treter! Mal gucken, ob die besser sind als unsere seltenen? Nö, natürlich nicht. Die Hütte haben wir auf jeden Fall jetzt gefunden hier. Beinschutz. Ja, ein bisschen bessere Rüstung. Ja, ich gehe gleich in die Hütte rein. Sie sollte wieder frei sein, wenn sich der Sturm gelegt hat. Welcher Sturm denn? Oh, das war, tut mir leid, das war kein beabsichtigter Treffer. Jetzt haben wir schon das zweite unschuldige Tier getötet hier. Die Straße ist blockiert. Sie sollte wieder frei sein, wenn sich der Sturm gelegt hat. Die Straße ist blockiert. Sie sollte wieder frei sein, wenn sich der Sturm gelegt hat. Genau. So, da haben wir auch nochmal einen Baumstumpf. Die Straße ist blockiert. Ja, ich weiß Bescheid. Sie sollte wieder frei sein, wenn sich der Sturm gelegt hat. Gut, dann haben wir das Gebiet jetzt hier, soweit ich das sehe, erkundet. Halt. Alles mitnehmen. Dann gehen wir mal zur Hütte.
würde ich sagen. Betretet die Hütte. Ist hier jemand? So. Jetzt können wir hier mit verschiedenen Sachen interagieren. Mörser und Stößel. Die Werkzeuge eines Heilers. Sie sehen frisch benutzt aus. Gefäße. Kräuter, Pilze, Organe. Nicht zum Kochen geeignet. Ein Bücherregal. Okay. Das war kein Bücherregal. Das ist eine Tür. Kessel. Was auch immer da köchelt, riecht furchtbar. Solange wie es eine warme Mahlzeit ist, darf man hier nicht wählerisch sein. Hätten ja eigentlich auch mal die Tür zumachen können, ne? Untersucht den seltsamen Schädel. Welchen? Ach, den da, ne? Hier sind verstreute Bücher. Notizen zu Versuchsobjekten. Zähne. Jung. Gerade erst verwandelt. Einfach zu töten. Weiter südlich als die anderen. Sie verbreiten sich. Es ist cool, dass das vorgelesen wird. Aber mehr scheint doch, hier ist noch verrostete Falle. Mit getrocknetem Blut verklebt. Soll damit ein Tier oder ein Mensch gefangen werden? Hier sind doch ein paar Kisten, aber die können wir nicht öffnen. Wenigstens den Anstand, mit mir zu Abend zu speisen. Ich bin wirklich sehr hungrig. Eine unglaubliche Geschichte. Ich wünschte, sie wäre es nicht, aber sie ist wahr. Warum hatte ich diese Vision? Bedankt euch bei diesen netten Dorfbewohnern, die euch Liliths Blut gaben. Das Blut eines Dämons. Nicht irgendein Dämon. Die Tochter des Hasses. Die Mutter Sanctuarius. Sie wurde vor Ewigkeiten verbannt. Aber diese Welt ist ihre Schöpfung. Ihre Rückkehr wurde prophezeit. Was will sie? Das ist die Frage. Sanctuario war schon immer im Zentrum des ewigen Konflikts gefangen. Einem Krieg zwischen Engeln und Dämonen. Doch Lilith dient keiner Seite. Sie hat ihre eigenen Pläne für uns. Und ich? Bin ich verderbt? Nicht sicher. Aber ihr habt eine Verbindung zu ihr. Was werdet ihr unternehmen? Die Bindung nutzen. Herausfinden, was sie vorhat. Gut. Dann stehen wir das gemeinsam durch. Ruht euch noch etwas aus. Dann begeben wir uns nach Kiovashat. Wenn wir Lilith nicht aufhalten, sind wir alle verdammt. So, wir haben wieder einen Stufenaufstieg. Sehr schön. Gehen wir auch gleich mal einen Punkt wieder aus hier. Ich würde mal bei Sturm bleiben. Mir gefällt das eigentlich ganz gut. Verbesserter Gewittersturm. Die Größe eures Gewittersturms bleibt nach dem Kanalisieren 4 Sekunden lang erhalten. Okay.
Das ist natürlich die Frage, ne? Sollte man nicht auch seinen Anfangsskill hier so ein bisschen mit leveln oder sollte man sich erstmal darauf konzentrieren, hier weiterzumachen, um neue Skill-Kreise hier freizuschalten, ist ein bisschen schwierig. Wobei mich das mit dem Tornado auch reizt, bin ich ehrlich. Wir können das ja erstatten. Ich weiß nicht, noch ist es, glaube ich, kostenlos, ne? Ja, genau. Erstattete Punkte 4. Wir werden mal den Tornado jetzt hier einmal lernen. Und wo kann ich ihn? Ach hier, Fertigkeitszuweisung. So. Tornado, die mache ich auch mal auf die. Ach, können wir gar nicht. Ah. Ist gesperrt. Verdient zum Freischalten insgesamt 7 Fertigkeitspunkte. Ja, das. Okay, das hätte ich vorher lesen müssen. Dann mache ich mal den erstmal auf die rechte Maustaste. Ist jetzt natürlich dumm gelaufen. So, er hat keine Gesprächsoptionen mehr, aber er begleitet uns, so wie es aussieht. Guck mal nur, ob wir jetzt hier noch irgendwo was machen können, aber es sieht nicht so aus. Tja, dann sollen wir Lora jetzt nach Kiowaschat begleiten. Das Wetter hat sich gebessert. Da sind leere Flaschen. Eine seltsame Ansammlung leerer Flaschen. Manche von ihnen stinken noch immer nach starkem Alkohol. Lag das hier vorher schon? Nee, oder? Das hätte ich doch gesehen. Das ist noch unser getötetes Hirschdingens. Oh. Okay, also der Sturm, der bleibt eine Weile. Zieht aber auch in eine feste Richtung, so wie es aussieht. Ja. Das ist aber auch cool, dass der hier im Schnee so eine Schneise hinterlässt, ne? Krone des Schreiters. Nochmal mehr Rüstung. Sehr nice. Also der Wirbelsturm, der ist ja bald um einiges besser als als mein Blitzdingens da, ne? Es gab doch hier mehrere Wege, wo er gesagt hat, dass die Straße versperrt ist und erst wieder frei wird, wenn der Sturm sich legt. Wohin führen denn jetzt die anderen Wege eigentlich? Hier geht's hoch. Auch ziemlich weit runter. Oh, nice. Ich habe jetzt eine bessere Waffe gefunden, ne? Ja. Ein magischer Zweihandstreitkolben. 11 mehr Schaden. Da kommen wir nicht rein. Ansonsten geht es hier auch nicht weiter. So. Was ich hier gerne hätte, wären so diese Mönchswaffen, die ich von Diablo 3 her kenne. Tötet die Gefallenen, Reifeprüfung. Welche denn? Die hier? Okay. Hammer. All das selbst zu erblicken. Er folgt uns nicht mehr.
Okay. Weise Panzerhandschuhe, magische Handschuhe, 12 mehr Rüstung und nochmal ein bisschen Intelligenz drauf. Was ist das für eine Statue? Der Engel Inarius. Ihr habt die Kathedrale des Lichts doch sicherlich schon über ihren heiligen Vater schwadronieren hören. Nun, er ist echt. Ein Engel wandelt unter uns. Und wenn er erfährt, dass Lilith hier ist, wird Blut fließen. Sie sind uralte Feinde. Sie werden die ganze verdammte Welt in ihren Streit hineinziehen. Es sei denn, wir können das verhindern. Lasst uns nicht verweilen. Kyovashad ist nicht mehr weit. Man erkennt hier teilweise recht schwer, wo man irgendwas untersuchen kann. Die Inschrift ist durch Krallenspuren stark verunstaltet. Möge Licht von Fahrt Inarius auf alle Reis dieses... Wir versuchen das mal. Möge das Licht von Vater Inarius auf alle meinen Reisen dieses heiligen Landes herabscheinen. Wendet Antlitz seinem Glanz, wendet euer Antlitz seinem Glanz entgegen und findet, keine Ahnung, und findet, wendet euer Antlitz seinem Glanz entgegen und findet, also ich weiß, dass man, wo war das gewesen, man konnte doch hier, auf irgendeiner Taste konnte man doch hier, Steuerung. Freunde-Menü, Clan-Fenster, Gameplay. Interaktion erzwingen wird verwendet, um bestimmte interessante Orte anzusehen. Kann. Aktionsrad. E. Das vielleicht? Genau. Das meinte ich. Danke. Wo ist denn eigentlich? Ich habe doch... Ich habe doch eigentlich dieses, wie hießen das hier noch, die Flügel, die habe ich doch freigeschalten. Hallo. Man konnte gewisse, gewisse Dinge, sage ich mal, als Belohnung auch bekommen, wenn man... Hilfe wäre jetzt willkommen. Wenn man bei diesen Statuen zum Beispiel irgendwas macht, also ich weiß, dass es in der Beta gab es eine Statue. Wenn wir da uns bedankt haben, glaube ich, oder irgendwie sowas, dann haben wir einen Buff oder irgendwie in der Richtung bekommen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau. So, hier wird die Karte jetzt auch schon ein bisschen größer, ein bisschen umfangreicher. Nochmal ein Beinschutz. Ja, ist auch wieder ein bisschen besser. Eine Großaxt. Also der Wirbelsturm ist echt gut.
Tötet die Gegner. Belagerte Karab. Achso, das sind immer diese Side-Events, die man manchmal hat. Ich höre sie, aber ich sehe sie noch nicht. Hier müssen wir jetzt quasi die Überlebenden beschützen vor den Monsterhorden. Nein, bist du nicht. Ich bin doch hier. Ich werde dich schon beschützen. Hier ist ein Schamane irgendwo in der Nähe, der die hier alle wiederbelebt. Da ist er. Sau. Sehr schön. Haben wir jetzt eine fette Beutetruhe hier. Erhaltet Obolusse, indem ihr Ereignisse abschließt. Ihr könnt sie bei Kuriositätenhändlern ausgeben. Ja, haben wir in der Beta natürlich auch schon kennengelernt, die Geschichte. Wir sind bald voll. Weise Krone. Eine Herausforderung. Belohnung freigeschaltet. Okay, tödlicher Rüpel haben wir jetzt als Spielertitel. Weise Krone des Schreiters, magischer Kopfschutz. 37 mehr Rüstung und auch nochmal 7 Intelligenz dazu. Schlagfertige Tunika des Schreiters. Haben wir auch nochmal 28 mehr Rüstung. Hier haben wir nochmal 26 höhere Rüstung. Auch cool. Also Rüstungswert ist mittlerweile bei 450. Da drüben ist ein Keller, Stufe 8. Erfrierende Senke. Aber gut, das ist, zersplitterte Gipfel. Ja, da sind wir noch lange nicht. Hier hinten scheint es auch noch weiter zu gehen. Und man sieht hier so ein bisschen, finde ich, vermutlich jetzt, dass es da weitergehen könnte. Also... Aber hier den reißenden Wasserfall runter? Keine Ahnung. Vielleicht kommen wir da auch erst später hin. Wer weiß. Hier liegt wieder eine Leiche. Ich habe keine Geisteskraft mehr. Stufe 7 erreicht. Sehr schön. So, gehen wir mal unseren Punkt gleich aus hier. Wir sind ein vom nächsten Knotenpunkt entfernt. Verbesserter Tornado. Jedes Mal, wenn ihr Tornado wirkt, besteht eine Chance von 20%, einen zusätzlichen Tornado zu erschaffen. Ja, das nehmen wir doch. Da haben wir ein bisschen Gold liegen lassen. Oh, da waren es jetzt sogar schon zwei. Hier kommen wir auch noch nicht weiter.
Wir brauchen auf jeden Fall jetzt demnächst mal einen Händler. Ich glaube, wir müssten nämlich... Ja, genau, wir sind voll. Eine Fellhose mit 9 mehr Rüstung. Handwickel des Schreiters. So, Totem. Meine Taschen sind voll. Ja. Können wir nicht mehr mitnehmen. Gut, das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd, aber ist jetzt auch kein besonderer Gegenstand. Also bei den Weißen, da ist mir das jetzt ja nicht ganz so wichtig, die mitzunehmen. Engelshauch. Das scheint was Seltenes zu sein. Südöstliches Vorgebirge. Kommen wir aber auch noch nicht. Oh, er hat es jetzt schon aufgedeckt. Weil wir hier am Rand unterwegs sind. Aber durchkommen tun wir hier noch nicht. Stufe 7. Da sind wir ja. So. Was war das? Torhaus von Kiowaschat. Halt! Um die Stadt zu betreten, müsst ihr zuerst... Dafür bleibt uns keine Zeit. Was hat es damit auf sich? Wer Kiowaschat betreten will, muss ein Läuterungsritual durchlaufen. Eine bedeutungslose Geste, doch manche finden Trost darin. Wie könnt ihr es wagen? Lasst ihn passieren, Junge. Ich habe jahrelang versucht, Lorat zu dem Ritual zu überreden. Nun gut, aber der bleibt hier. Wir treffen uns drinnen. Nehmt ein Stück heiliges Zedernholz vom Schrein und schreibt die Sünde darauf, die auf euch lastet. Okay. Dann werft es in die Feuerschale. Wie das Feuer das Holz verbrennt, wird das Licht eure Sünde verbrennen. Alles klar. Also die Wachen sehen schon imposant aus hier mit der Rüstung. Ne? Gefällt mir echt gut. Vielleicht sehen wir später irgendwann auch so aus. So, heilige Zederntafeln. Schnitzt Furcht in das Holz, Wut, Stolz oder Gier oder schnitzt unleserliches Gekritzel in das Holz. Ja, mir gefällt der auch echt gut. Also ich mag den Druiden wirklich sehr. Ich bin auch mal gespannt, wie der sich spielt, wenn wir dann weiterkommen im Spiel. Wir können natürlich auch alles nehmen, ne? Wir nehmen ja erstmal Gier. Gier. Sprecht mit der Wache. Quest wäre jetzt erledigt. Aber ich möchte mich von den anderen Sünden auch noch freisprechen. Stolz? Stolz. In der Beta haben wir die auch alle gemacht. Wut. Wut. Furcht. Furcht. So, und jetzt kommt das unleserliche Gekritzel. Das ist reine Zeitverschwendung. Habt ihr etwas gesagt? Kann man jetzt hier noch was machen? Nee, ne? Gut. Alles klar. Wir sind gereinigt von unseren Sünden, aber so richtig. Ihr kennt Lorat? Nun, ein Mann dieses Alters hat dunkle Zeiten erlebt. Das erklärt...
warum er so verärgert ist. Okay. Es ist vollbracht. Gut. Ihr müsst das Gefühl haben, dass euch eine große Last von den Schultern genommen wurde. Ja. Willkommen in Kyovashat. So. Alles klar. Noch einmal kurz hier so ein bisschen umgucken. Ja, die Hauptstadt, denke ich mal, hier in diesem Spiel. Und ab hier müssten wir jetzt vorrangige Quests. Vorrangige Quests führen in neue Funktionen und Systeme ein oder schalten diese frei. Hier müssten wir jetzt auch die anderen Spieler sehen können. So, Slatka. Sucht euch einen anderen Ort zum Aufwärmen. Ich war zuerst da. Alles klar. Dann gehe ich. Ich würde mich auch ganz gerne hier erstmal in Ruhe umschauen. Ob wir hier irgendwas machen können. Gelöschte Feuerschale. Eine lang erloschene Feuerschale, die sich kalt anfühlt. In das rostige Metall sind gezackte Worte geritzt. Inarius ist ein Schaf. Okay, wir können uns hier sogar hinsetzen. Guck mal an. Das Buch ist ramponiert und zerfetzt. Die Worte, wo war das Licht, als meine Tochter starb, sind auf jede Seite gekritzelt und haben den ursprünglichen Text unleserlich gemacht. Aha. Hier kommen wir nicht raus. Noch nicht. Desla. Sagt, wo sind eure Mädchen? Sind sie endlich weggelaufen, um Ritter zu spielen? Sie sind heute Morgen nach Cor Valar aufgebrochen. Dort bekommen sie Essen, eine Ausbildung, mehr als ich ihnen bieten kann. So, hier unten müsste der Kuriositätenhändler sein. Heselki. Nimmt einfach das Brot, sturer Narr. Es war kostenlos. Ich brauche keine Almosen von diesen Bastarden aus der Kathedrale. So, genau. Hier können wir uns dann quasi für die Obolusse, die wir da bei den Ereignissen als Belohnung bekommen, nicht identifizierte Gegenstände kaufen und mit ein bisschen Glück ist dann was Schönes dabei. Können wir hier eigentlich auch was verkaufen? Nee, können wir nicht. Ich habe auch eine Menge Gegenstände, die neues Aussehen freischalten. Das ist schon eine sehr detaillierte Welt hier. Ja, in der Beta bin ich ja hier nur einmal durchgelaufen. Hab aber gar nicht groß mit den Bewohnern hier interagiert, beziehungsweise überhaupt geschaut, ob man mit denen interagieren kann. Ich sage euch, mein Nachbar ist verhext. Ich sah, wie er vor meiner Tür herumschlich und Flüche murmelte. Natürlich, natürlich. Das hat nicht zufällig etwas mit dem Gold zu tun, das ihr ihm schuldet. Anschlagbrett. Ankündigung. Zu Beginn des neuen Monats wird Mutter Oberin Prava eine Morgenandacht halten, um die göttliche Ankunft zu feiern, den Tag, an dem Vater Inarius in die Welt zurückkehrte. Reisende, seid auf der Hut, tödliche Bedrohung in der Nähe gesichtet. Sir Lynna, das ehemals verheißungsvolle und fromme Mitglied der Ritter der Reue, hat dem Licht abgeschworen und lebt nun in der Dunkelheit. Die Gläubigen sollen das Plateau von Külsig meiden, wo sie zuletzt gesichtet wurde. Okay. Ist es normal, dass Fromme so enthusiastisch trinken? Ich schätze, ich kann es ihnen nicht verdenken. Ja, das stimmt. Die Musik war bis jetzt bei allen Diablo-Teilen eigentlich auch immer ganz gut gemacht. Oh, ich wollte mich nicht hinsetzen, ich habe aus Versehen auf den Stuhl geklickt. Raskia. Seid ihr Mitglied der Kathedrale? Ich war nie religiös.
bis ich Zeugin eines Wunders wurde. Inarius selbst hat einen Mann mit dem Licht gesegnet. Er stand auf und konnte zum ersten Mal seit Jahren gehen, gleich an Ort und Stelle. Das Licht ist real, mein Freund. Findet Trost darin. Was wisst ihr über die Prophezeiung? Man hört überall davon. Der große Krieg gegen das Böse. Der Tag, an dem Inarius uns alle mit in den Himmel nimmt. Ich hoffe, dass meine Katze ebenfalls mit uns kommen kann. Erzählt mir von den Pilgern hier. Tag und Nacht strömen sie in die Stadt. Höfliche Leute. Und sie zahlen ihre Rechnungen. Was man von einigen Ortsansässigen hier nicht behaupten kann. Ja, das habe ich schon mitbekommen. Kommen wir hier eigentlich auch hoch? Ja. Kommode. Ihr könnt das Aussehen und die Farbe jedes Gegenstands ändern. Allerdings verfügen manche Designs nicht über andere Farben. Okay. Können wir im Grunde aus allen, was wir bis jetzt schon freigeschalten haben, wählen. Und hier können wir dann wahrscheinlich auch komplette Sets abspeichern. Das kostet Gold, um die Slots freizuschalten. Aussehen. Ach, ich kann meinen Charakter hier auch nochmal anpassen. Zumindest Schminke, Schmuck und Bemalung. Und was sind Grabsteine? Standardgrab. Achso, wenn wir sterben sollten. Such den Shop auf, um neue Grabsteine zu entdecken. Ja, brauche ich jetzt nicht unbedingt. So. Eine Beutetruhe habe ich auch. Okay, cool. Bearbeitungsreiter. Ach, dann können wir denen sogar Namen geben. Truhe 1, also quasi eine Truhe für Waffen, eine Truhe für Rüstung und Schmuck und sowas alles. Das finde ich cool gemacht. Kauft ein zusätzliches Beutetruhenfach, um die Kapazität eurer Beutetruhe um 50 Plätze zu erweitern. Kostet 100.000 Goldstücke, ist ganz schön teuer. Aber wenigstens kann man sich das mit Ingame-Gold freischalten. Hätte ich blöd gefunden, wenn man da jetzt echtes Geld für ausgeben muss. So. Ich würde jetzt gerne mal den Schmied da unten... Wo war denn? Hier drüben ist er. Achso, und hier haben wir den Wegpunkt. Theoretisch müssten wir jetzt auch den hier unten, den Unentdeckten, freischalten können. Ja, müssen wir dann irgendwann wieder runterlaufen, um den freizuspielen. Wegpunkte werden freigeschaltet. Jetzt, ja. Erkundung Sanctuarius. Mit Wegpunkten könnt ihr frei durch Sanctuarius schnellreisen. Aktiviert beim Erkunden Wegpunkte, um mehr Schnellreiseoptionen zu haben. Ihr könnt Ansehen verdienen, indem ihr verschiedene Aktivitäten auf dem ganzen Kontinent abschließt. Das Erhalten von Ansehen bringt euch bei bestimmten Grenzwerten Belohnung ein. Ihr seht den Status eures Ansehens für jede Region auf der Karte. Stimmt, das hatte ich auch relativ spät in der Beta erst bemerkt, hier oben die Leiste, wo das alles dargestellt ist. Und da sieht man auch, wie viel einem hier noch fehlt. Also, ist cool gemacht. So, Osren, Waffen. Waffen des Lichts. Ich verkaufe jetzt hier mal schnell alles, was kein neues Aussehen freischaltet. So. Preiset den Vater. Sie hat Rüstungen, aber auch nichts Besonderes. Alles weißes Zeug. Und ich glaube beim Schmied... Segen des Vaters. Was benötigt ihr? Wiederverwerten. Reparieren. Aufwerten. Okay. Ich würde jetzt einfach mal hier alle Gegenstände wiederverwerten. Dadurch werden alle normalen, magischen und seltenen Gegenstände in eurem Inventar unwiderruflich zerstört. Seid ihr sicher, dass ihr das tun wollt? Ja. Transmogrifikation freigeschaltet. Sucht die Kommode auf, um sie einzusehen. Super. Und wir haben natürlich auch ein paar Rohstoffe bekommen. Auf Anordnung der Mutteroberin Prava sollen die Schmiede nun die Hälfte ihrer Zeit der Fertigung von Rüstung für die Ritter der Reue widmen. Eieiei, die haben so schon genug zu tun. Ich habe ein neues Geschwür auf meiner Hand entdeckt. Das macht bisher
17. Ja, wenn man sonst keine Hobbys hat. Das ist ein Heiler, okay. Also, was habt ihr auf dieses Stück Holz geschrieben? Wahrscheinlich überhaupt nichts. Ich würde es verstehen. Nun, ich glaube, es spielt keine große Rolle. Ein Pferd? Wollt ihr irgendwo hin? Ich werde mich in die Trockensteppe begeben, um den Fallenmann aus eurer Vision zu suchen. Ich muss wissen, welche Rolle er bei all dem spielt. Doch während ich meinen Handel abschließe, müsst ihr noch etwas beschaffen, das mir gehört. Ein Händler im Zentrum der Stadt hat es. Sagt ihm einfach, dass ich euch geschickt habe. Was hatten die Dorfbewohner in diesen Ruinen vor? Opfern, Dämonen beschwören, all die wunderbaren Gaben von Lilith verfeinern. Erzählt mir von Inarius. Die Kathedrale liebt es, von ihm zu schwärmen. Seine Gefangenschaft in der Hölle, seine heroische Flucht, seine glorreiche Rückkehr hierher, in die Welt, die er erschuf. Aber sie erwähnen nie, dass man durch jahrtausende lange Folter in der Hölle ein ziemlicher Arsch wird. Liliths Rückkehr wurde prophezeit? Es gab eine Prophezeiung, ja. Sie sagte den Aufstieg der großen Übel voraus. Die Rückkehr von Lilith und Inarius. Den Untergang unserer Welt. Inarius hat die Prophezeiung für seine eigenen egoistischen Zwecke adaptiert. Sie in die Predigten der Kathedrale des Lichts eingeführt und es so klingen lassen, als wäre er der Held, der uns rettet. Okay. So, hier ist auch der Stallmeister. Ashavas Schrei verwaltet euren Stall. Begrenzter Zugang. Schreitet in der Kampagne voran und schließt Reittier Donas Gefallen ab, um Zugang zu Reittieren zu erhalten. Ja, und das dauert auch noch eine Weile. Das Licht auf euch. Schattige Hufe, Senkrücken, trübe Augen. Dieses arme Ding ist praktisch Krähenfutter. Für den Preis habt ihr Glück, dass sie vier Beine hat. Oh Mann. Das Tier tut mir jetzt schon leid. Unter der schweren Plane liegen Kisten mit Gemüse und Obst, die das kalte Wetter haltbar macht. Okay. Improvisierter Kühlschrank quasi. Der Preis, den ihr verlangt, ist geradezu sündhaft. Erst letzte Woche habe ich die Hälfte davon für Karotten bezahlt. Ja. Wenn ihr so weitermacht, sind wir zum nächsten Mond entweder mittellos oder verhungern. Jo. Alles wird teurer. Hier kommen wir auch noch nicht raus. So, was haben wir denn hier? Demian, Okkultist, wird auf Spielerstufe 25 freigeschaltet oder durch Erhalt eines Aspekts des Kodex der Macht. Können wir auch noch nichts weiter tun. Seht ihr diese Narren da bei der Kathedrale? Winseln, jaulen wie die Hunde. So, Idania, Ringe und Amulette. Benötigt Stufe 10. Vorher können wir keine Ringe tragen. Interessant. So, ich glaube, dann sind wir hier in der Stadt jetzt einmal durch, oder? Hier war ja meine Beutetruhe und die Kommode. Die Moral verbessern, das ist dann noch eine Nebenquest, die wir da drüben haben.
Hier kommen wir auch noch nicht raus. Willek. Was ist mit euren Augen geschehen? Fea, diese verdammte Schlange. Sie trägt sie an einer Kette um ihren Hals. Verdammt sei sie. Verdammt sei sie. Und ich hoffe, sie brennt für das, was ich sehen musste. Tikonen. Ich habe nur einen Apfel gestohlen. Der Vater will doch nicht, dass ich hungern muss, oder? Ja, Diebstahl ist trotzdem eine Sünde. Kommt schon! Wie viele Versuche braucht ihr noch, um diese verdammten Dinger zu treffen? Beruf der Gesegneten. Menschen kommen von Menschen von Kiowascha. Das Licht braucht Verteidiger. Wer sich den Rittern der Reue anschließt, erhält eine Ausbildung, Nahrung, Unterkunft und die Möglichkeit, seine Seele von Sünden zu läutern. Okay. So, hier haben wir jetzt auch die Nebenquest. Weltstufenstatue. Hier können wir quasi... Ändert die Weltstufe an der Statue in Kiowascha. Ihr schaltet höhere Stufen frei, wenn ihr Final Dungeons abschließt. Okay. Ja, das sind hier im Grunde jetzt die Schwierigkeitsgrade. Und wie gesagt, ich spiele erstmal auf Abenteurer durch. Und dann später gucken wir mal, wie viel Bock wir noch haben, das Spiel dann auf anderen Schwierigkeitsgraden auch noch zu beenden. Ne? So. Wache Bosa. Erzählt mir von Kiowascha. Verdammt kalt, oder? Aber wenigstens sind wir sicher. Jenseits dieser Mauern herrscht Dunkelheit. Die Moral verbessern. Wie ergeht es der Stadtwache? Die neuen Milizrekruten trainieren Tag und Nacht. Sie haben etwas Lob verdient. Aber ich kann nicht zulassen, dass sie mich als Weichling sehen. Würde es euch etwas ausmachen, sie für mich anzufeuern? Schnelles Geld für euch, mehr Selbstvertrauen für die Rekruten. Und ich bleibe weiterhin ein harter Hund. Alle Beteiligten gewinnen. Ich kümmere mich darum. Natürlich. So, Priesterin Selga. 100 Generationen lang hat die Hölle selbst Vater Inarius eingesperrt. Aber sie konnte ihn nicht brechen. Er hat seine höllischen Fesseln abgelegt und ist zu uns zurückgekehrt. Und jetzt wird er die Gläubigen auf den Pfad der Erlösung führen. So, dann werden wir die mal... Anfeuern. Drücke E, um das Aktionsrad zu öffnen und Emotes zu verwenden. Genau. Wir sollen die anfeuern. Jubeln, ne? Nicht schlecht. War's das? Danke. Ich habe die Rekruten ermutigt. Danke. Hoffentlich gewöhnen sie sich nicht daran. Plus 20 Ansehen bekommen. Außerdem noch 592 Erfahrungspunkte. Und eine Kräutertruhe enthält eine Auswahl an Kräutern. Die Bewohner Sanctuarius setzen Kräuter als Medizin, okkulte Reagenzien oder auch als schlichte Dekoration ein. Genau wie Edelsteine weisen Kräuter fundamentale magische Eigenschaften auf, die ihren Verwendungszweck bestimmen. Benötigt Stufe 2, ist accountgebunden und kann nicht wiederverwertet werden, okay? Jo. Haben wir einige Kräuter draus bekommen, sehr schön. So, da haben wir jetzt da unten eine... Quest. Sprecht mit dem Händler. Fehlende Teile. Lorat hat mich geschickt. Ah, der alte Mann hat also endlich beschlossen, es zurückzukaufen.
Wie ich ihn kenne, hat er kein Geld erwähnt, oder? Wenn er seine Waffe will, müsst ihr bezahlen. Kauft Lorats Stangenwaffe. Okay. 20 Gold. Ja. Gebietsgegenstand. Gehört zu Kiyowashat. Man sieht ihr das Alter an, doch die kunstvolle Klinge wurde regelmäßig geschärft und poliert, als ob sie jeden Moment wieder zum Einsatz kommen könnte. Kaufen wir natürlich. Wartet. Der alte Mann hat mir ebenfalls das hier verkauft. Er sagte, er benötige es nicht mehr, aber ich glaube, er würde es trotzdem gerne wieder haben. Kostenlos. Haben wir es jetzt bekommen? Müsste ja bei Questgegenstände drin sein, ne? Zumindest die Stangenwaffe haben wir. Ich weiß nicht, was er uns noch gegeben hat. Ist jedenfalls nichts zu sehen. Dann bringen wir das Ding mal zu Lora zurück. Achso, nehmt das. Ach, hier. Bringt Lora die Gegenstände. Seltsames Amulett. Ein altes, einzigartiges Amulett. Nach jahrelangem Gebrauch sieht es abgenutzt aus. Vielleicht war es mal ein Dienstabzeichen. Na, ich glaube, das hat eine tiefgründigere Funktion gehabt. Ich musste eure Waffe bezahlen. Ah, verzeiht mir. Er hat mir auch dieses Amulett gegeben. Was ist es? Das Mal der Horadrim. Ein uralter Orden von Gelehrten und Magiern, der schwor, Sanctuario vor Dämonen zu beschützen. Heutzutage sind wir nur wenige. Es gibt einen anderen Horadrim, Donan. Sein Wissen über Dämonen wird nur von seiner Überheblichkeit übertroffen. Klingt, als könnte er uns helfen. Ihr solltet ihn ins Kosklen aufsuchen. Aber vergesst nicht die Kathedrale. Sie erwarten euch und könnten nützliche Verbündete sein. Ihr kommt nicht mit? Ich werde die Trockensteppe besuchen, um herauszufinden, wer dieser fahle Mann ist. Ihr könnt mitkommen, aber seid vorsichtig. Eure Verbindung zu Lilith, eure Visionen. Ihr seid der Schlüssel, um sie zu finden und ihre Pläne zu durchkreuzen. Manchmal sind unsere Wege vorbestimmt, sich zu kreuzen. Wir wissen es nur nicht. Ob es Zufall war oder das Schicksal, wir können nichts dagegen tun. Der im Sturm verlorene Wanderer, befleckt von Liliths Blut, errettet von einem einsamen Mönch. Verschiedene Leben und Ereignisse fielen zusammen. Wodurch? Schicksal? Oder zog eine höhere Macht die Fäden? Ich wusste es nicht. Doch damals glaubte ich, ich könnte die Menschheit vor der Tochter des Hasses schützen. Die Verbindung zwischen dem Wanderer und ihr gab mir Hoffnung. Man stelle sich das vor. So. Gut. Es gibt neue Aufgaben auf der Karte. Quest abgeschlossen, fehlende Teile. Wir haben Gegenstände bekommen. Käufe finden. Orte auf der Karte, die mit Karten markiert sind, enthalten neue gekaufte Gegenstände. Okay. Gekaufte Rüstung, Waffen und andere kosmetische Charaktergegenstände befinden sich in der Kommode. Gekaufte Reittiere und kosmetische Gegenstände für Reittiere befinden sich im Stall. Und gekaufte Emotes befinden sich beim Anpassen des Aktionsrades. Und das meinte ich. Herausforderung abgeschlossen, Prolog Wanderschaft. Belohnung freigeschaltet. Herausforderung. Okay.
anpassen. Ich hatte diese Schwingen des Schöpfers, glaube ich, so hießen die. Die habe ich eigentlich durch die Edition, die ich hier vorbestellt habe, mit dazu bekommen, als Geschenk. Aber sehen tue ich sie nicht. Gut, auf jeden Fall würde ich die Folge dann an dieser Stelle auch erstmal wieder beenden. Wir haben, nicht neue Aufgaben bekommen. Eine Nebenquest ist jetzt hier zu sehen. Das können wir alles noch nicht machen, das hatten wir uns ja schon angeguckt. Wir können nachher in der nächsten Episode auch gerne nochmal in die Kommode schauen, ob da irgendwas verfügbar ist. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier die Nebenquest, die Schätze von Minestad. Und da, das werden wir uns dann in der nächsten Folge angucken. Ich bedanke mich bei euch wieder fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns.